Sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Huddersfield Karrieremodus. Wir sind wieder am Start. Heute die 6. Episode. Letzte Episode war ein bisschen, naja, semi-toll. Unter anderem fällt Aaron Moy eine längere Zeit aus. Aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen und haben direkt das erste Topspiel gegen Manchester United. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Beschreibung. IG Vault 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Cooter mit dem Code MAXGAMINGTV. Lohnt sich auf jeden Fall, das mal auszuchecken und ihr unterstützt mich damit großartig. Danke schon mal an alle, die über meinen Link etwas einkaufen. Dazu natürlich meine Social Media Links, Instagram, Twitter, Facebook, alles kostenlos. Könnt ihr da folgen und natürlich könnt ihr auch diesen Kanal hier kostenlos abonnieren. Wenn ihr darauf Bock habt, würde ich mich freuen. Der Like ist aber das Wichtigste. Vielleicht packen wir heute 250. Lassen wir uns aber als Ziel setzen. 250 Likes, kriegt er das hin? Unser Scouting-Update bringt uns Tom Grüne, einen sehr, sehr interessanten Spieler auf jeden Fall. 15 Jahre, 55 bis 73, das sieht sehr, sehr gut aus. Dazu Timo Schinkel, den werden wir mal ein bisschen weiter beobachten. Der Rest ist nicht so interessant, aber wir gehen mal vom Theater of Youth Players ins Theater of Dreams. Wen von euch habe ich verarscht? Mich selber vor allem. Wir spielen nämlich natürlich in Huddersfield. Und wie immer haben wir eine frühe erste Chance. Gegen Tottenham haben wir 5-1 gewonnen. Mal sehen, wie es gegen United laufen würde. Aber Marin ist auf jeden Fall schon wieder on fire, hier unser Spieler des Monats. Auf einer Seite fällt's, aber es ist Gott sei Dank abseits. Ja! 1-0! Abseits. Ja. Nein, doch nicht! 1-0! Hernandez! Ja, doppelter Doppelpass quasi. Es war zwar unabsichtlich nach dem Versuch von Meunier, aber wir führen schon wieder gegen das Top-Team. Ja, Lukaku hat viel Körperstärke und macht leider Gottes hier den Ausgleich mit der ersten richtigen Chance. Das ist viel zu einfach. Und ich stehe schon auf Defensive, also normalerweise darf sowas, was Mata da macht, ist natürlich, und was dann Luca, ja, das ist viel zu easy. Gut, dass er den nicht geklärt hat, so wie ich es wollte, und dass da wodurch fast das 3:1 hier kommt, aber Norris ist nicht da und dementsprechend haben wir jetzt vielleicht die Gelegenheit, über Abel Hernandez selber das 2:2 zu machen. Wird nicht richtig angegriffen, aber leider Gottes ist der Linke sein Starker. Meunier macht's aber auch gut. Marin mit der Flanke und Meunier mit dem Kopfball, genauso wie schon gegen City und genauso wie Deportre. Das, ja, das ist was für ein Spiel. Komplett übertrieben. Was für ein dummes Gegentor aber auch. Ne? Eigentlich verhindere ich das Tor, dass er quer legt und dann kriegt er deswegen den Ball zurück. Meunier. Fast. Und jetzt Meunier und er ist Rechtsfuß und den kann er trotzdem machen. Erstes Spiel der Episode geht leider Gottes und unverdient verloren gegen United. Wir hatten sogar 12:8 Schüsse, 7:3 aufs Tor, also sehr, sehr bitter auf jeden Fall. Ihr habt vielleicht gemerkt, das Ganze ist ein bisschen dynamischer, ein bisschen schneller geschnitten hier. Das liegt daran, dass wir vorankommen müssen. Ich habe auf Twitter angekündigt, dass sich ab Dezember einiges ändern wird und dazu gehören auch die Karrieremodi. Diese beiden Karrieremodi, die aktuell laufen, Mappen und Huddersfield, werden bis Dezember beendet sein. Dementsprechend müssen wir jetzt ein bisschen pushen. Hernandez und wir gehen wieder in Führung. Gegen den FC Liverpool. Natürlich bitter, dass es das nächste Topspiel ist und wir nicht simulieren können, sondern direkt zocken müssen an der Anfield Road. Aber sehr, sehr gut gemacht. Ganz, ganz schwach verteidigt. Man kennt es von Liverpool. Und damit rechts an Mignolet vorbei. Ins Glück. Also unsere Defensive ist momentan auch nicht in Topform. Coutinho an die Latte. Dass der da durchkommt, das darf niemals passieren. Und dann Lallana, glaube ich, ne? Das ist nicht wahr, was ist das für ein Gegentor, das muss halt nicht passieren. Weil ich meine, dass der Pass da überhaupt ankommt, aber dann genau wie gerade mit Martial. Gott sei Dank sind die aber beide Abwehrreihen löchrig wie Schweizer Käse und Hernandez schnürt den Doppelpack und macht das 2:2 nach 25 Minuten. Was ist hier schon wieder los? Oh Gott, was war das für ein Abschluss, den... Eieiei. Alter Schwede, Amatei, dafür habe ich den auch geholt. Darauf habe ich geachtet bei den Auswahlkriterien. Longshots. Und da setzt er das Ding hier eiskalt an der Latte. Also was wir für Chancen liegen lassen, hilf. Ich komme nicht mehr klar langsam. Quana auf Hernandez und der setzt den Ball an. Da bringe ich schon Quana von Meunier rein, der eine Chance nach der anderen vergibt und als nächstes vergibt sie wieder Hernandez und setzt das Ding an Pfosten. Was ist denn los?
Und jetzt wieder Hernandez und guck mal, wie offen Liverpool steht. Hernandez, den musst du machen, den macht er nicht, aber Kwana ist da. Colin Kwana macht das 3:2. Wir gehen wieder in Führung und diesmal sind wir das Auswärtsteam, was 3:2 führt. Und Kwana macht sein erstes Premier League-Tor. Wieder ein Abseits-Tor, wieder ein Volley-Tor, die Lössl anscheinend nicht verteidigen kann, aber wieder zählt's nicht. Amatei, das muss, das... Ach du meine Güte. Aber ist egal, wir gewinnen trotzdem. 3:2 Auswärtserfolg gegen Liverpool. Nicht wie in Realität, da war es andersrum, aber 3 Punkte aus diesen beiden Topspielen. Also Jan Hansen kann man auf jeden Fall langsam in Erwägung ziehen mit einem 62er Rating und 88 potenziell, auch wenn er nicht optimal ist. Sebastian Schäfer ist in Ordnung, aber nicht zu krass. Tobias Groß braucht noch ein bisschen und Tom Grüne, der wird richtig krank. Und dann war doch schon wieder ein Spieler des Monats, und zwar diesmal Abel Hernandez. Wieder einer von uns dementsprechend. Bei uns läuft das momentan richtig gut. Wir sind natürlich auch in der Premier League ziemlich weit oben, aber nichtsdestotrotz muss das nicht immer so zwingend, dafür sprechen, dass man auch Spieler des Monats wird. Erstes simuliertes Spiel, als der ersten simulierten, was ich in der Liga überhaupt in FIFA 18 mache, gegen West Bromwich Albion. Wir stehen momentan relativ gut da, West Brom ein bisschen mit dem Rücken zur Wand aufgrund der letzten Niederlagen. Und wir gewinnen 1-0 durch ein Tor von Philipp Max, unser Man of the Month, vergibt einen Elfmeter, aber ich mache das Siegtor. Never change a winning team. Wir sind hinter der Realität angekommen. 18. November gegen Bournemouth. Das heißt, das Spiel, das dieses Wochenende stattfinden wird. Wir sind auswärts zu Gast bei Bournemouth, eben im Vicarage Stadium, Vitality Stadium? Gott, ich weiß gar nicht, welches Stadion es ist. Und wir spielen 1:1, wieder der Torschütze, Philipp Max. Und warum, weiß wohl keiner, aber ihr werdet gleich was sehen, was mich persönlich ein bisschen schockiert. Trainingsergebnisse sind solide, gerade bei Palmer, Billing und Amatei. Sabiri, keine Ahnung, mit dem überhaupt trainiere. 69 ist unser Manager-Rating. Kann mir das jemand erklären? Ich meine, wir sind auf Tabellenplatz Nummer 6. Das ist irgendwie ein bisschen harsch. Oh, Timo Schinke, mein Freund. Du siehst sehr, sehr lecker aus. Leckermäulchen, würden andere YouTuber dazu sagen. Der Rest mal wieder nicht so besonders toll. Emil Vogel. Naja. Gut. Es gibt noch ein Spiel, diese Episode. Und zwar das letzte. Wir gehen gegen die Invincibles 2.0, gegebenenfalls in Führung durch Meunier, der zuletzt alle Chancen vergeben hat, die er irgendwie bekommen hat. Und jetzt nach dem Pass von natürlich Marco Marin setzt er sich durch gegen Nicolas Otamendi. Und ich weiß nicht, wer Muric ist, aber da kann er nichts machen. Ach, Amatei mit dem Kopfball an den Pfosten. Der sah sehr ungefährlich aus ursprünglich, aber trotzdem wird er gefährlich. Wir sind sehr überlegen die erste Halbzeit. Das war fantastisch gespielt, das war wunderschön gespielt. Der komplette Angriff und Meunier mit dem Kopfballtor. Mua, perfekt. Oh, wieder Amatei an die Latte. Ich weiß nicht, ob das zweite Spiel hintereinander ist. Ich meine, ja, gegen Liverpool war es. Ach Mann, dem muss einfach mal ein Longshot gelingen. Ich würde mich so für den freuen. Okay, der war nicht long genug. Es ist vollbracht. Wir gewinnen nach dem Spiel gegen Liverpool auch das Spiel gegen Manchester City zu Hause mit 2:0. Ganz, ganz starke Vorstellung und in der Tabelle müsste das richtig was bedeuten. Im Training heißt es erstmal, dass Amatei und Billing jeweils steigen. In der Tabelle heißt es aber im Endeffekt nicht wirklich was. Wir sind auf 2 Punkte ran an Manchester City, haben momentan 4 Punkte Rückstand auf den ersten, Liverpool, gegen die wir ja gewonnen haben bekanntermaßen, haben die zweit-drittbeste Defensive, viertbeste Defensive der Liga, fünftbeste Defensive der Liga. Wir hatten auf jeden Fall vor dieser Episode ein bisschen bessere Statistik, weil da waren 6 Gegentore weniger. Das heißt, da hatten wir noch 7. Aber naja, mittlerweile trotzdem 20 geschossene Tore, damit die zweitbeste Offensive. Also ich bin mehr als zufrieden damit, wie wir momentan dastehen. Wir haben momentan 5 Punkte Vorsprung vor Manchester United. Wir haben momentan 8 Punkte Vorsprung vor dem FC Arsenal. Kann man sich absolut nicht beschweren. Das war's von dieser Episode des Huddersfield Karrieremodus. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nehmen wir uns den kompletten Dezember vor und wahrscheinlich auch ein bisschen was vom Januar, die Transferphase. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.